Audi mit Fabian Plenz und Tommy Tulpe, der übernimmt im Augenblick einmal die Führung. Ein großes, großes Starterfeld, in dem sehr viele GT3-Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, einen wunderschönen Freitagnachmittag hier vom Nürburgring. Das Motorsport XL Weekend von Lena und Ralf Monschauer. Das ist in vollem Gange und es gibt die erste Rennentscheidung an diesem Wochenende. Die steht unmittelbar bevor. Das Dunlop 60. Selbsterklärend, das ist ein Ein-Stunden-Rennen über 60 Minuten Rennlänge mit all den Protagonisten, wie wir sie auch morgen im DMV GTC erleben werden. Wir haben eine Livestream-Übertragung, die wird uns hier technisch dargebracht von 3D Racelog. Das ist die Mannschaft von Lars Zander und es gibt noch einen Lars, ach Gott, da bin ich ja in meinem Studio. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Carsten Krome ist mein Name. Und es gibt noch einen Lars, habe ich ja gerade schon mit angefangen. Also nicht nur Lars Zander ist hier vor Ort für die technische Produktion zuständig, sondern auch Lars Kutsche, der ist auf dem Startplatz jetzt dort in Warteposition, in Wartestellung. Lars Kutsche, der so etwas ist wie die Stimme der Nürburgring-Nordschleife seit 1999, ist er einer der Sprecher der VLN, der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring. Wir hatten auch schon mal gemeinsam das Vergnügen 2001 beim 6-Stunden-Rennen, leider ein Rennen mit sehr tragischem Verlauf. Es war das letzte Rennen im Leben des Uli Richter aus Essen. Da haben wir schon mal zusammen ein Rennen kommentiert. Und Lars, der ist dort unten auf dem Startplatz. Ich rufe dich einfach mal, vielleicht bist du schon in Sprechposition. Lars Kutsche, bitte, was sind deine Eindrücke vom Startplatz des Dunlop 60? Dass es mir definitiv besser geht wie dir in deiner Kommentatorenkabine. Es fehlen noch die Fahrzeuge, die gerade hinten aus der Boxengasse herausfahren. Die werden in wenigen Sekunden Aufstellung nehmen. Aber die DMV-Mädels, meine Grid Girls, die stehen schon hier. Und ich kann dir sagen, ich befürchte, dass es trocken bleiben wird und dass wir eine richtig tolle Rennentscheidung hier haben werden. Somit auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zur Runde 4 der Dunlop 60. Wir bewegen uns so langsam Richtung Saisonmitte. Und da wird es auch mal entscheidend zu gucken, wer holt denn die meisten Punkte? Wie sieht es in Sachen Meisterschaft aus? Nach dem Qualifying, was heute Nachmittag unter trockenen Bedingungen stattgefunden hat, werden wir gleich eine erste Startreihe sehen, die mit zwei Mercedes bestückt ist. Uwe Ahlsen ist auf die Pole Position gefahren, zusammen mit Dietmar Hagenmüller haben sie die beste Zeit gefahren, die beste Zeit im Trockenen. Hier auf dem Grand Prix-Kurs, der gefahren wird, also diese knapp über 5 Kilometer lange Strecke, die heute für 60 Minuten unter die Räder nehmen, die liegt bei 1 Minute 55 Sekunden. Uwe Ahlsen, während die Fahrzeuge bei mir im Hintergrund jetzt zu sehen sind, man rollt langsam in die einzelnen Startpositionen hinein. Er wird nicht der Startfahrer sein, er wird sich also den Start aus der Boxengasse anschauen. Im Fahrzeug mit der Startnummer 16, was jetzt hier eingeparkt hat, das ist Stanislav Dobev und Marvin Dienst. Das ist der Startplatz der Zweitplatzierten, während wir hier noch warten, bis sich das Starterfeld füllt, bis alle auf ihren Plätzen sind. Und da haben wir schon den ersten der beiden Mercedes AMG GT3-Fahrzeuge. Das sind ja auch so die Traumsportwagen, die wir hier beim Dunlop 60 beim vierten Saisonlauf der Saison sehen. Ganz bis kurz vor dem Start sind es die Mechaniker, die ja nochmal final den Luftdruck prüfen an diesen Dunlop-Reifen. Selbsterklärend, das ganze Feld steht auf Dunlop. Und ich habe den Ralf Monschauer hier bei mir von der Orga, der wirklich dieses tolle Feld zusammengebracht hat, auch das tolle Rahmenprogramm. Ralf, wie schön ist das zu sehen, dass es endlich aufgehört hat zu regnen? Ja, wir freuen uns immer in der Eifel, wenn es aufhört zu regnen. Also wir sind aber zufrieden mit dem Wetter. Es hat zwar geregnet, dafür war der Nebel aber weg nachher. Und jetzt haben wir erstmal das schöne Rennen hier. Ich freue mich natürlich, ganz klar. So ein bisschen kann man den Fans das erklären, euer Austragungsmodus ist analog zum ADAC GT Masters. Wie entscheidend sind bei euch wirklich die Boxenstops, die Mannschaftsleistung? Wir haben natürlich einen viel längeren Boxenstopp, das ist geschuldet unseren Amateurpiloten. Bei uns geht Sicherheit vor, wir haben 120 Sekunden Pit-in, Pit-out.
Beim GT Maß geht auf Zeit, aber bei uns ist Sicherheit das erste Maß, weil wir ältere Fahrer haben, die auch ein bisschen länger aus dem Auto. Das soll nicht despektierlich heißen, aber ist natürlich wirklich so, dass es ein bisschen länger dauert bei unseren Fahrern. Ralf Montschauer, weiterhin viel, viel Erfolg, nicht nur in dieser Saison, sondern auch für die nächsten Jahre, für dieses tolle Austragungsformat. Die Zweitplatzierten, die haben sich entschieden, einfach mal im Auto sitzen zu bleiben. Man kann auch schön sehen, wie konzentriert man hier zur Sache geht. Wenn nicht gerade der Manuel Laug, Manuel, ums Herkommt und versucht noch ein bisschen Späßchen zu machen. Herzlich willkommen am Nürburgring. Wie zufrieden bist du mit deinem Trainingsergebnis? Ja, bisher haben wir die Klasse eigentlich angeführt. Wir hoffen, dass das in einer Stunde genauso noch aussieht. Schauen wir mal, das Wetter scheint auch stabil zu bleiben. Ja, alles angerichtet für ein schönes Stundenrennen. Du stehst noch ziemlich relaxed hier rum, das heißt, du wirst den zweiten Stint fahren. Wie entscheidend sind hier die Boxenstops? Naja, also wir spekulieren immer so, wenn vielleicht auch noch mal ein Safety Car rauskommt, dann ist es eigentlich besser, wenn der zweite Fahrer, der schnellere Fahrer am Schluss fährt. Und das wollen wir jetzt einfach mal probieren, ob das aufgeht, die Rechnung. Bisher ging es immer ganz gut. Warten wir mal ab. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir uns auf dem Podium. Manuel Laug für GetSpeed unterwegs. Viel Erfolg. Ja, der Polesetter, der lässt sich Zeit. Der denkt sich, hier geht sowieso nichts ohne mich los. Und wir haben die Startnummer 1 in diesem weißen Audi R8. Das ist Tommy Zulpe zusammen mit Fabian Plenz, während ich jetzt hier mal ein bisschen Platz machen muss. Auch hier sieht man schon immer nur noch ein, zwei Mechaniker am Auto. Die Fahrer sitzen drin und konzentrieren sich. Dann wollen wir sie auch mal in Ruhe lassen. Aber eine Legende, ich nehme mal meinen Kameramann an den Arm, das ist der ältere Mann dort hinten mit dem Hut. Der wird sich anschauen, was sein Sohnemann Kenneth Heyer gleich machen wird. Kenneth Heyer ist auch nicht der Startfahrer auf diesem Auto, der wird gleich übernehmen. Aber ich freue mich, die Rennsportlegende Hans Heyer hier begrüßen zu können. Wie hat es der Sohnemann denn bis jetzt gemacht? Auch ganz gut. Wir haben ja Regen gehabt vorher und jetzt ist Gott sei Dank trocken. Das ist für alle Beteiligten natürlich viel, viel, viel besser. An für sich sind wir zufrieden. Treibt der Kenneth sich hier gerade irgendwo rum? Ich sehe ihn nicht. Er hat gerade da eben gestanden. Der wird wohl gleich hier rüberkommen. Dann gehe ich ja mal von oben. Ja, dann werden wir uns den mal suchen. Wir können noch mal aufs Auto draufhalten. Josef Klüber ist der Fahrer, der das Fahrzeug mit der Startnummer 5 zusammen mit Kenneth Heyer hier ins Rennen hinein pilotieren wird. Daneben steht Benny Hai mit seinem, was ist das, mintgrünen oder pastellgrünen Porsche 911 mit der Startnummer 911 drauf. Das waren die 5 Platzierten nach dem Qualifying und ich denke mal, bei ihm geht auch der Daumen hoch. Er wird komplett alleine fahren, ist das richtig? Das ist der Laurenz, hör. Ah, okay. Das ist der Laurenz und der Benny wird übernehmen, weil ihr in meiner Liste noch als Solist drin steht. Benny, gut gelaunt, Startplatz 5. Wie sind die Prognosen fürs Rennen? Ja, Treppchen ist haben wir angepeilt. Das wollen wir rausfahren. Okay. Ich habe jetzt meine Regie auf dem Ohr gehabt, deswegen darf ich vielleicht nochmal fragen. Ich habe es nicht verstanden. Dann machen wir von hier. Okay. Dann machen wir weiter, gehen nach ganz vorne. Der Führende hat nämlich mittlerweile eingeparkt in Fahrtrichtung rechts. Dort steht der Polesetter, 1 Minute 55. Und das ist schon mal eine deutliche Ansage in Sachen Sieg bei Runde 4. Hier der Dunlop 60. Uwe Alzen, du wirst gleich ins Cockpit steigen. Wie bist du zufrieden mit der Trainingsleistung? Gut eigentlich, oder? Ja, absolut. Du kannst immer zufrieden sein, wenn du auf der Pole stehst. Beide Runden waren nicht optimal. Wir hätten noch einen Ticken schneller fahren können, aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Paket. Wir starten hier aus der ersten Reihe. Jetzt liegt es am Dietmar, was er draußen macht. Und ich übernehme dann nach ca. 25 Minuten. Also er kommt so früh rein, wie es eben nur geht. Sobald das Fenster offen ist, dann wechseln wir und dann schauen wir einfach, wo wir letztendlich rauskommen. Ich sehe bei dir noch ein großes Problem. Du kannst dir vorstellen, welches? Welches Problem siehst du? Dass jedes Mal, wenn du durch die letzte Schikane fährst, denkst, du möchtest am liebsten abbiegen auf die Nürburgring-Nordschleife. Ja, das wäre mir am liebsten, wenn wir das machen können. Ich habe schon zum Dietmar gesagt, heute Abend gehen wir mal auf die Nordschleife und drehen einfach mal eine Runde. Ich räume die Reifen weg und wir drehen eine Runde. Aber leider können wir das nicht machen. Wir sind in 3 Wochen wieder hier bei der VLN und dann fahren wir den großen Kurs.
Ich drücke euch die Daumen, Uwe Alzen mit Dietmar Hagenmüller in einem der beiden Mercedes AMG GT3, die diese erste Startreihe bilden. Während hier schon das Schild kommt, Helfer raus, Helfer bitte den Startplatz räumen, freue ich mich, in der Eifelsonne so ein Feld präsentieren zu können. Runde 4, Dunlop 60, und damit geben wir hier unten aus dem Bereich der Boxengasse, wo wir uns immer wieder melden werden, zu meinem Kollegen Carsten Krohme in die Kommentatorenkabine. Ja, lieber Lars, vielen Dank für diese Überleitung. Jetzt wird es ein bisschen laut. Wir sind im Cockpit von Max Aschoff gerade zu Gast. Das sehen Sie an diesem etwas unkonventionellen Ausblick aus der Frontscheibe. Das ist der Praga R1T. Das ist ein slowakischer Rennprototyp, ein Leichtgewicht im Feld, weit unter 1000 Kilo Renngewicht. Er ist ein Vierzylinder-Turbomotor von Renault, installiert an 1,85 Liter Vierzylinder-Reihenmotor, der eigentlich in der Formel Renault zum Einsatz kommt. Er ist ein einzelner Turbolader angebracht worden, das ganze 340 PS bei allerbesten Bedingungen, und dieses Auto ist so ein Effizienzwunder, und das ist die große Frage jetzt heute hier im Ein-Stunden-Rennen, ob der weiter nach vorne sich orientieren kann. Das ist einer unserer Kameramänner, Max Aschoff, 27 Jahre jung, es ist ein Betriebswirtschaftsstudent aus Kassel. Der Vater, der sagt immer etwas despektierlich, ich bin doch nur so ein kleiner Lebensmitteleinzelhändler. Naja, so ganz klein könnt ihr gar nicht sein, da sind die Logos einer großen Lebensmittelhandelskette auf dem Auto zu sehen, in dunkelblau. Und jetzt rutscht es mir, glaube ich, gleich raus, da steht irgendwas von Edeka auf dem Auto. Ganz, ganz sympathische Truppe, und da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen genauer drauf gucken, auch später in der Nachbetrachtung dieses Motorsport XL Rennwochenendes hier auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Die Mannschaft von Max Aschoff und seinem Vater Robert, der inzwischen der Teammanager ist, der nicht mehr im Auto sitzt, zumindest nicht beim Dunlop 60, sondern der seinem 27-jährigen Sohn den Vortritt gibt. Dieses Team an siebter Position sind so ganz knapp unter der 2-Minuten-Marke geblieben. Das Feld geht jetzt in die Einführungsrunde hinein. Hinter dem Porsche 928, der als Pacecar fungiert, dieses wunderschöne silbergraue Auto aus dem Enke-Werk von Hans-Ulrich Keinsinger zur Verfügung gestellt. Schönen Gruß nach Polen. Der ist an diesem Wochenende auf einem Workshop mit dem Enke-Werk. Vielleicht sieht und hört er uns zu im Livestream an unseren Empfangsgeräten. Und auch in einer Woche, das darf ich schon einmal vorausschauend sagen, sehen wir diesen Porsche 928 wieder als Pacecar in Aktion. Auch hier auf dem Nürburgring, nämlich dann bei den Tourenwagen Classics. Auch da gibt es eine Livestream-Übertragung mit 3D Racelog. Und mit meiner Wenigkeit, und vielleicht können wir auch den Lars Gutsche noch überreden, vielleicht möchte der auch mitmachen, der wird gleich ab Minute 25 wieder zu hören sein. Das haben wir gerade schon von Uwe Alzen gehört. Das ist dieses Wechselfenster, das geht ab Rennminute 25 auf und schließt bei Minute 35 dann wieder. Also eine 10-minütige Wechselphase, die die Teams haben, um auch ein bisschen zu taktieren. Natürlich kann der langsamere oder vielleicht auch der ältere oder vielleicht auch der konditionsschwächere Fahrer dann nach 25 Minuten bereits hereinkommen und dem etwas stärkeren, schnelleren Mann dann das Cockpit überlassen. Das ist in jedem Team ein bisschen anders geregelt. Uwe Alzen hat es gerade schon vorausschauend gesagt. Dietmar Hagenmüller fährt den Start mit diesem Mercedes AMG GT3. Das ist eine aktuelle FIA GT3-Version. Und dieses Auto wird dann in der zweiten Rennhälfte, also für die dann verbleibenden 35 Rennminuten, von Uwe Alzen aus Betzdorf gefahren. Der war beim Dunlop 60 bereits mit diesem Auto am Start in Dijon-Prenois. Vor einigen Wochen im Burgund in Frankreich, da Gesamtzweiter auch mit Dietmar Hagenmüller. Damals gab es einen Audi-Sieg. Das sieht im Moment erst einmal nicht danach aus. Die ersten beiden Positionen sind von Mercedes-AMG-Teams besetzt. Wir haben das bereits von Lars Gutsche gerade in der Startplatzmoderation gehört. Dietmar Hagenmüller, Uwe Alzen, also die Trainingsschnellsten in 1,55, 1,15. Dann der Zweitplatzierte, auch das ein Mercedes-Benz mit Stanislav Dobrev. Das ist ein Bulgare, der ist auch der Eigentümer dieses Autos, das von Schütz Motorsport eingesetzt wird, vom Frankenthaler Dreieck, die Mannschaft, die in Hockenheim immer ihr Heimspiel hat, die weitere Autos im Spitzenfeld einsetzt. Und der zweite Mann in diesem Auto mit Stanislav Dobrev, das ist Marvin Dienst. Der war bereits bei den 24 Stunden von Le Mans mit einem GTE Porsche unterwegs, nämlich im Team von Felbermayr Proton. Das ist die Mannschaft, an der sich der US-Schauspieler Patrick Dempsey als Gesellschafter
und Anteilseigner beteiligt hat. Also die erste Startreihe, zwei Mercedes-Benz, einträchtig platziert. Dann eine ebenso einträchtige Audi Startreihe 2 mit Tommy Tulpe, das ist der Mann mit Pseudonym, und Fabian Plenz, das ist der HCB Rotronic Audi R8 LMS. Auch das eine aktuelle FIA GT3-Version. Dann Carrie Schreiner, die 19-Jährige, und Kevin Arnold. Das waren die Sieger beim Dunlop 60 in Dijon-Prenois. Carrie Schreiner, die uns immer wieder so viel Freude macht. 19 Jahre jung, fährt ganz, ganz viele GT-Rennen quer durch Europa, war beim Red Bull Ring nicht dabei vor 3 Wochen. Da ist sie in Silverstone mit einem Lamborghini Huracan unterwegs gewesen. Jetzt wieder im angestammten Audi des HCB Rotronic Teams. Das ist die Viertplatzierte nach dem Zeittraining. Rang 5 dann Laurenz Höhr, Startfahrer im Porsche 911 GT3 R. Das ist ein aktuelles Modell 991. Zusammen mit Benny Hay, das ist auch wieder ein Mann mit Pseudonym, während das Feld sich so ganz allmählich der Startsituation nähert. Jetzt in der Schikane, bevor es dann in die lange, lange rechts geht, vor Start und Ziel. Der Porsche 928 mit der gelben Flagge noch in der Bestimmung des Tempos. Dahinter lauern dann die beiden Mercedes-Benz AMG mit Dietmar Hagenmüller, dem Startfahrer, und mit Marvin Dienst, der für meine Begriffe der Startfahrer ist, im Schütz Motorsport Mercedes-Benz mit der Startnummer 16 zusammen mit Stanislav Dobrev. Insgesamt 17 Starter. Das fällt jetzt in der Formation auf die Start- und Zielgerade. Grünes Licht, da ist das Rennen freigegeben und die beiden Mercedes führen das Feld an, bestimmen das Tempo an der Spitze. Das geht sehr, sehr gesittet zu. Nur Max Aschoff, der zeigt sich mal mit dem kleinen Prager R1T, und ein Audi geht an die zweite Gesamtposition, und das dürfte Tommy Tulpe sein, zusammen mit Fabian Plenz. Da gibt es einen Dreher und Aschoff hat sich rausgedreht. Der Prager R1T hat sich herausgedreht am Schwanz des Feldes ganz hinten. Vorne an der Spitze Startnummer 16, das ist Marvin Dienst im Mercedes-Benz von Schütz Motorsport. Das ist der Spitzenreiter. Rang 2 dann Startnummer 1, Tommy Tulpe, Fabian Plenz, Alzen Hagenmüller an dritter Position. Vierter dann der Porsche mit Laurenz Höhr, der 21-Jährige, der aus dem LMP3-Cockpit jetzt in den Porsche umgestiegen ist. Wir sind zu Gast im Mercedes-AMG, das ist das Paul-Zetter-Auto mit Dietmar Hagenmüller, der Allgäuer, der aus Memmingen zu uns kommt, während wir jetzt wieder den Umschnitt sehen mit dem Startnummer 16 Fahrzeug. Das ist der Schütz Motorsport Mercedes mit Stanislav Dobrev und Marvin Dienst, die Gesamtführenden. Rang 2, das ist die Startnummer 1, HCB Rotronic Racing, der Audi R8 LMS mit Tommy Tulpe und Fabian Plenz. Ich behaupte mal, Fabian Plenz, der Startfahrer in diesem Audi. Alles sehr, sehr gesittet an der Spitze, bis auf dieses kleine Missgeschick des Prager R1T mit Max Aschoff. Der junge Mann mit diesem sehr, sehr kompakten Auto, der hat es am Start versucht, hat sich da an der rechten Fahrbahnseite herangepirscht, hat versucht, den Porsche von Laurenz Höhr auszubremsen. Das ist ein bisschen schief gegangen. Ich hoffe, dass die Regie uns gleich mal zeigt, wo der abgeblieben ist. Also der ist sicherlich auf den hinteren Rängen. An der Spitze klare Sache. Jetzt sehen wir auch den Umschnitt in die Cockpit-Kamera von Max Aschoff, jedenfalls für einen ganz kurzen Moment. Sind jetzt zu Gast bei Kenneth Heyer und Josef Klüber. Josef Klüber, der Startfahrer bei der Equipe Vitesse. Und wir sehen einen Angriff um den dritten Platz. Das ist Laurenz Höhr mit dem Schütz Motorsport Porsche 911 GT3 R. Der greift nach dem dritten Platz und schafft es auch. Also Polesitter, Uwe Alzen und Dietmar Hagenmüller nur noch an vierter Position. Fünfter dann die Equipe Vitesse, Josef Klüber, Kenneth Heyer. Das ist der grau und weiße Mercedes-Benz AMG GT3. Der Konter von Dietmar Hagenmüller, der bleibt im Augenblick mal aus. Der Schütz Motorsport Porsche 911 GT3 R, 2016er FIA GT3-Version, auch im Moment in Motorsport XL, in einem großen Porträt übrigens zu bestaunen. Diese Geschichte, die heißt Hey Benny, Hey. Und die beschäftigt sich mit dieser Mannschaft von Christian Schütz vom Frankenthaler Dreieck. Dieses Auto sehen wir jetzt auch aus der Cockpit-Kamera von Dietmar Hagenmüller in der Verfolgung. Das drittplatzierte Fahrzeug also an der Spitze. Eine ganz ausgeglichene Partie, was die Marken angeht. Ein Mercedes-Benz in Führung, ein Audi an zweiter Position, an Platz 3 dann ein Porsche. Vierter dann wieder eine AMG Mercedes mit Dietmar Hagenmüller und Uwe Alzen jetzt im Bild. Das ist die Startnummer 55, Spirit Racing aus Memmingen im Allgäu.
das weiß und blaue Auto jetzt auch die Cockpit-Kamera. Also da bekommen wir von 3D Racelog immer wieder Einspieler aus den Cockpits der Autos geboten. Das wird auch morgen am Samstag hier am Nürburgring der Fall sein, beim DMV GTC. Das sind zwei 30-Minuten Sprintwettbewerbe, die morgen am Samstag das Highlight der Veranstaltung sein werden. Das Motorsport XL Weekend hier auf dem Nürburgring. Also wenn Sie das zu Hause sich jetzt ansehen, am Flatscreen, am Laptop, am Handy, am iPad, kommen Sie morgen einfach mal in die Eifel und schauen Sie sich diese wirklich tolle Rennserie an. DMV GTC und Dunlop 60 hier am Motorsport XL Weekend von Ralf und Lena Monschauer. Das sind die beiden, die das Ganze uns hier als Organisatoren präsentieren. In den Top Ten ist übrigens auch ein Lamborghini Huracan mit von der Partie. Der dürfte an 6., 7. Gesamtposition liegen. Das ist ein super Torfeo-Auto mit Oliver Engelhardt von der R-Gruppe zusammen mit Florian Scholze. Dieses Auto unterwegs von Dörr Motorsport eingesetzt. Auch das eine ganz erfahrene Mannschaft von der Nürburgring Nordschleife. Die wird Lars Gutsche sehr, sehr gut kennen aus der VLN. Die setzen inzwischen zwei Lamborghini Huracan GT3 ein mit GT-Tire, mit vielen sehr, sehr schnellen GT3-Spezialisten auf diesem Auto. Unter anderem eben auch hier beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife. Wir sind heute nur auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs, nur in Anführungsstrichen. Jetzt wieder zu Gast im Cockpit von Dietmar Hackenmüller, die Startnummer 55 Spirit Racing. Das ist das zweitplatzierte Auto aus Dijon-Prenois, damals gemeinsam mit Uwe Alzen, der auch gleich in Rennminute 25 wieder ins Auto steigen wird, der Betzdorfer. Und da gibt es möglicherweise eine Aufholjagd und einen riesen Schlusssprint. Auch Manuel Lauck haben wir ja erlebt, der fährt nicht den Start, der hat den Start Karl-Heinz Blessing überlassen. Das ist die Startnummer 51, ein Klasse 4 Auto, also ein Porsche 911 GT3 Cup aus dem Team von GetSpeed Racing. Das ist die Mannschaft hier aus Meuspath in der Eifel, geleitet von Adam Osieka, der selber ins Lenkrad greift, auch in der VLN, ein Spezialist auf der Nordschleife, heute aber nicht im Einsatz, sondern Karl-Heinz Blessing verstärkt durch Manuel Lauck. Das ist ein GT-Rennprofi, auch ein Instruktor aus der Porsche Sportfahrschule in Leipzig, dort wo Porsche seit vielen Jahren eine eigene Rennstrecke unterhält. Das ist die berufliche Heimat von Manuel Lauck, dessen Karriere im VW Lupo Cup begonnen hat 2003. Während wir an der Spitze sehen, dass es da möglicherweise bald einen Führungswechsel gibt. Denn der nachfolgende HCB Rotronic Audi mit der Startnummer 1, der pirscht sich so ganz allmählich an den führenden Mercedes mit der Startnummer 16 heran. Schauen Sie sich das an. Der Abstand, der wird kleiner. Stanislav Dobrev, Marvin Dienst, die Startnummer 16, Schütz Motorsport noch in Führung, aber die Startnummer 1 HCB Rotronic Racing mit Tommy Tulpe und Startfahrer Fabian Plenz, der pirscht sich auf leisen Sohlen immer näher an den führenden Mercedes-Benz herein. Und das gibt mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Runden einen Angriff auf die Führungsposition und möglicherweise auch einen Positionswechsel auf den ersten beiden Plätzen. Noch ist es nicht so weit, aber Fabian Plenz immer weiter in der Verfolgung. Jetzt sind wir im Cockpit der Equipe Vitesse. Josef Klüber, Kenneth Heyer, davor sehen wir Kevin Arnold und Cary Schreiner, das ist der schwarze HCB Rotronic Audi mit Startnummer 8, mit Pink abgesetzt. Da kann nur ein Mädchen im Auto sitzen. Und die Cary Schreiner, die hat am Anfang des Jahres einen perlmutt-weißen Audi gefahren, mit ihrer Lieblingsfarbe Pink abgesetzt. Inzwischen ist das Auto schwarz-gründlich. Immer noch dasselbe Team, HCB Rotronic Racing. Und diese Mannschaft, die auch hier wieder einen riesengroßen Teamauftritt hinlegt, mit dem augenblicklich zweitplatzierten und mit einer schnellen Dame im Spitzenfeld ebenfalls platziert. Das ist Evi Eisenhammer, da kommen wir gleich auch noch dazu. Die ist auch im DMV GTC mit von der Partie. Also, und ich höre aus der Regie, dass ich jetzt mal ganz schnell aus der Leitung gehe. Lars Gutsche hat einen Gesprächspartner, einen ganz schnellen Mann aus Viersen. Kenneth Heyer, bitte. Einen berühmten Mann hier am Nürburgring. Kenneth, herzlich willkommen. Mal nicht auf der Nordschleife, aber Dunlop 60. Erzähl mal so ein bisschen deine Eindrücke, wie es bisher gelaufen ist. Ja, eigentlich ganz gut. Sepp hat einen ganz guten Start. Hat jetzt in der letzten Runde wohl einen Fehler gehabt und zwei Plätze verloren. Also sind jetzt quasi auf 6 zurückgefallen. Aber es hört sich nicht lang an, aber eine Stunde ist schon lang. Muss hier die Räder einteilen und so weiter. Schauen wir mal. Wie wichtig ist die Arbeit der Boxenmannschaft, die ja jetzt noch ganz in Ruhe ist? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Wir haben ja zum einen ein Boxenstoppfenster, das heißt, du musst also wirklich auf eine Sekunde am besten im Idealfall timen, dass du wieder über die Linie fährst. Und das zweite ist halt die Frage, ob du einen Räderwechsel machst oder nicht. In der Zeit ist das theoretisch möglich.
Das werden aber nicht immer alle machen, also wir überlegen das auch. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gebraucht die dann vom Zeittraining sind. Ne? Wie lange bist du im Zeittraining mit dem Satz gefahren und macht das dann Sinn, den zu wechseln halt? Gibt es die Option, dass er eventuell noch mit Regen spekuliert? Ja, also hier oben brauchen wir beide nicht mal reden. Das kann ja jederzeit gewittern, donnern, hageln. Also im Moment sieht es aber sehr trocken aus und Forecast ist eigentlich auch, dass trocken bleibt. Also von daher, ich gehe mal davon aus, dass wir ein trockenes Ende fahren. Kenneth Heyer im AMG GT3. Und damit wieder rauf zu euch. Danke. Ja, das waren interessante Eindrücke aus der Boxengasse. Wir haben ja vorhin schon den Herrn Papa im Startplatz-Interview gehört, der Mann mit dem Tiroler Hut. Hans Heyer, die Rennsportlegende, deutscher Rennsportmeister 1980 mit dem Lancia Beta Monte Carlo Turbo. Das war das hellblaue Fruit of the Loom Auto. Der Sohnemann Kenneth, inzwischen ein sehr gestandener GT-Rennprofi, immer mit Mercedes-Benz-Fahrzeugen unterwegs und hier auf dem Nürburgring in der Equipe Vitesse zusammen mit Josef Klüber. Also auch der wird in der zweiten Rennhälfte ins Lenkrad greifen, genauso wie Uwe Alzen auch. Und da kommt es vielleicht zum Showdown der beiden GT-Profis mit den identischen Autos. Also, da wird es spannend bleiben auf dem Nürburgring Grand Prix-Kurs. Während ich persönlich ja hoffe, dass wir keinen Regen zum Ende haben werden, sondern dass wir diese schönen sonnigen Bilder auch zum Schluss in Rennminute 60 noch genießen dürfen. Während die Spitze wieder in der Durchfahrt ist, in der Anfahrt zu Start und Ziel, da geht es jetzt in den langen 180 Grad Rechtsbogen hinein. Der Schütz Motorsport Mercedes mit Stanislav Dobrev und Marvin Dienst. Die Startnummer 16 bleibt in Führung. Die Startnummer 1 in der Verfolgung, das sind Tommy Tulpe und Fabian Plenz der HC Birotronic Audi R8 LMS. Da sind jetzt wieder die Abstände ein bisschen zementiert. Also der Mercedes, der hat ein bisschen zulegen können und hat sich ein bisschen befreien können aus diesem Druck, der vom Audi ausgegangen ist. Das sind im Moment also wieder ganz klare Verhältnisse im Dunlop 60 und wir haben es gerade ja gehört im Gespräch zwischen Lars Gutsche und Kenneth Heyer. Man kann hier nicht einfach wahllos Reifen verfeuern. Das ist keine Materialschlacht, sondern man hat zwei Sätze zur Verfügung und mit denen muss man tatsächlich haushalten mit diesen sehr leistungsstarken GT3-Fahrzeugen. Das ist gar nicht so leicht, wenn man ein Qualifying fahren muss und ein Einstundenrennen. Da muss man schon sehr, sehr genau darauf achten, dass man diese Reifen nicht überfährt, nicht überfordert, sondern dass man die ganze Zeit im Arbeitsfenster dieser Dunlop-Pneus bleibt. Wir sind jetzt auch zu Gast in diesem Auto von der Equipe Vitesse. Startnummer 5, Sepp oder Josef Klüber im Moment mal am Steuer bei der Equipe Vitesse. Kenneth Heyer, der zweite Mann, der wird gleich nach dem Wechselfenster in diesem Mercedes zugange sein, den Sie jetzt auch in der Totalen sehen. In der Anfahrt zur Dunlop-Kehre, eine wunderbare Petitesse unserer Regie. Beim Dunlop 60 dürfen wir einen Blick in die Dunlop-Kehre werfen, das Ganze auf den gleichnamigen Reifen. Also, da haben wir den Sponsor jetzt wunderbar ins Spiel gebracht. Sie sehen das auch oben rechts im Logo. Ne? Da sehen wir auch nochmal live Dunlop 60 präsentiert von 3D Racelog. Das ist die Mannschaft von Lars Zander, die uns diese schönen Bilder liefert hier aus der Eifel, die inzwischen wettermäßig sich sehr bekrabbelt hat. Heute Morgen war es hier sehr neblig. Das war alles ein bisschen drückend, ein bisschen finster. Inzwischen ein wunderschöner Junitag in der Eifel bei schönstem Sonnenschein. Während wir jetzt wieder ein Duell sehen, da geht es um Dietmar Haggenmüller in der Startnummer 55 in der Verfolgung des HC Birotronic Audi Startnummer 8 von Kevin Arnold und Carrie Schreiner. Das wird jetzt spannend werden. Audi contra Mercedes-Benz und da kommt der Angriff und der Audi in der günstigeren Innenposition und das dürfte ausgereicht haben für den Positionswechsel. Aber der Mercedes kann sich im Herausbeschleunigen wieder ein bisschen befreien. Das geht jetzt Kopf an Kopf über die Start- und Zielgerade. Und dieses Duell wird aus der Bremse entschieden zugunsten des Audi mit der Startnummer 8. Also, da ist der Positionswechsel und auch der Konter. Haggenmüller versucht es wieder. Aber der HC Birotronic Audi, das schwarze Auto mit Kevin Arnold und Carrie Schreiner, die Dijon-Sieger, das schwarze Auto mit der pinken, mit dem pinken Farbabsetzer. Dieses Auto mit Startnummer 8 bleibt jetzt mit Carrie Schreiner im Moment mal auf dem vierten Zwischenrang. Also, das war ein spannendes Duell in der Spitzengruppe, während wir ja ganz vorne einen Mercedes in Führung haben. Der Schütz Motorsport SLS GT3. Und wir sind jetzt hier wieder bei Dietmar Haggenmüller im Auto, Startnummer 55. Unser Kameramann Spirit Racing, das ist das weiß und blaue Auto der Mercedes AMG. Und der versucht es gar nicht erst. Der reiht sich hinter dem HC Birotronic Audi mit Kevin Arnold und Carrie Schreiner.
Schreiner ein. Da gibt es auch inzwischen schon so 2,5 Wagenlängen Abstand zwischen den beiden. Und mit Sicherheit denkt sich der Dietmar Hagenmüller, ich fahre das ganz locker durch, meine 25 Rennminuten. Und gleich, da steigt der Uwe aus Betzdorf ein und dann wird mal neu gewürfelt. Jetzt aus der großen Brennweite sieht das enger aus, als es eigentlich ist. Es bleibt bei diesem Abstand zwischen den beiden. Das sehen wir jetzt in der etwas größeren Bildausschnitt wieder. Es sind 2-3 Wagenlängen zwischen beiden. Und ich höre wieder, dass wir einen Gesprächspartner in der Box haben. Naja, ein Gesprächspartner momentan nicht. Die sind alle sehr relaxed. Aber du hast ja eben die Reifensituation, die Reifenthematik angesprochen. Und selbst wenn man wirklich wechseln müsste, die Teams sind vorbereitet. Man hat sich solche Wagen gebaut. Das sind Reifenwärmer. Elektrisch werden die Reifen vorgeheizt, hier zum Beispiel auf 73 Grad aktuell, dass die auch wirklich ab dem ersten Meter Grip haben, wenn sie draufgeworfen werden. An der Seite sind Pressluftflaschen um den Zentralverschluss. Ich habe ja nicht mehr 5 Radmuttern, wie man das vom eigenen Pkw zu Hause kennt, abzubekommen, draufzumachen. Also sollte es zu einem Reifenwechsel kommen, ist es hier sekundenschnelle Arbeit und alles fort. Ganz kurz ins Wort fallen, lieber Lars, auch wenn das eine ganz tolle Information war. Wir haben einen Ausrutscher bei Start und Ziel. Eingang Start und Ziel steht der Mercedes der Equipe Vitesse nach einem Leitplankenkontakt. Josef Klüber, da hat er mit der Frontpartie die Leitplanken touchiert. Und Lars, vielleicht machst du dich mal auf an den Anfang der Boxengasse. Ich höre schon auf dem Intercom, Lars ist schon auf dem Weg, um da zu hören, was denn da bitte passiert ist. Also Kenneth Heyer, der kommt möglicherweise nicht zum Einsatz in diesem Dunlop 60. Das Auto einigermaßen unfallbeschädigt. Eingang, Start und Ziel. Equipe Vitesse, der Mercedes-Benz mit Josef Klüber. Da liegen auch ein paar Wrackteile auf der Bahn. Der Fahrer ist ausgestiegen, mit Sicherheit unverletzt, hat sich jetzt aber bereits in Sicherheit begeben, hat das Auto verlassen. Auto steht Eingang, Start und Ziel. Gelbe Flaggen sind geschwenkt. Und Lars, sobald du den Josef Klüber oder auch den Kenneth Heyer am Mikrofon hast, melde dich wieder zu Wort, damit wir hören, was denn da passiert ist. Der TCR VW Golf mit Roland Härtner, der passiert diese Stelle jetzt natürlich in Schrittgeschwindigkeit. Gelbe Flaggen geschwenkt, das bedeutet für die, die nicht so oft Motorsport schauen, dass man anhaltebereit sein muss und die Sportwarte natürlich bei ihrer Arbeit nicht behindern und auch nicht gefährden darf. Also dieser TCR Golf mit Roland Härtner, der hat das ganz vorbildlich gemacht mit der Startnummer 29. Während wir jetzt im Bild Alois Rieder haben, das ist noch ein Porsche der Baureihe 997. Der war heute Morgen im Regentraining des DMV GTC Drittplatzierter. Da hat er den Traktionsvorteil seines Porsche 997 sehr, sehr gut genutzt. Jetzt die Kameras bei Max Aschoff. Das war der Mann, der zu Rennbeginn diesen Dreher hatte, als er versucht hat, ein paar Positionen gut zu machen mit dem Praga R1T. Natürlich wird das Feld jetzt durch diese Gelbphase wieder komprimiert. Alle die, die da einen Vorsprung herausgefahren haben, die sehen sich jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Das Pace Car, das sammelt das Feld jetzt ein und damit werden natürlich auch die Abstände alle wieder eingefroren. Und ich höre, Lars Gutsche ist bei Kenneth Heyer mit neuen Informationen zu diesem Ausrutscher bei Start und Ziel. Der natürlich den Ausrutscher gesehen hat auf dem Livestream des Dunlop 60. Ja, was sagst du dazu? Ja, kann jetzt auch nicht wirklich viel sagen. Das Auto sieht kaputt aus und vielleicht auch am Körb gekommen, aber spekulativ, ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, habt ihr Funk im Auto? Konntet ihr schon mit dem Josef Klüber reden oder ist er einfach ausgestiegen, hinter die Planke gehüpft? Ja, ist direkt ausgestiegen und wissen nichts quasi. Ach, Kenneth, war nichts mit dem Siegerbier heute Abend. Damit wieder rauf zu dir nach innen, oben in die Kommentatorenkabine. Ja, gut, der Kenneth hat ja morgen noch eine Chance im DMV GTC. Ich gehe davon aus, dass das Auto reparabel ist bis zum morgigen Rennsamstag hier auf dem Nürburgring. Da ist jetzt natürlich die DMSB-Staffel beim Mercedes-Benz AMG GT3, um das Auto jetzt auch aus dieser Position einzuschleppen und aus der Gefahrenzone herauszubringen. Jetzt sind wir zu Gast bei Max Aschoff im Praga R1T. Das sehen wir immer wieder an diesem sehr ungewöhnlichen Bildausschnitt. Gucken Sie sich mal an, was der für eine winzig kleine Windschutzscheibe hat. Also da wird es auch sehr, sehr warm in diesem Prototypen-Cockpit. Ist fast wie so ein LMP2-Auto in einer Woche bei den 24 Stunden. Von Le Mans. Da dürfen wir alle wieder diese Eindrücke aus den LMP-Prototypen-Cockpits genießen und ein solches Auto sehen wir eben hier auf dem Nürburgring mit diesem heiseren Vierzylinder-Motorsound. Das haben Sie gerade wunderbar hören können. Dieses Renault Vierzylinder-Turbomotors jetzt mit der Startnummer 21, das Edeka Aschoff-Auto mit Max Aschoff aus Kassel. Den sehen wir jetzt
wieder im Bild, während wir natürlich immer noch diese Gelbphase haben beim Dunlop 60. Und jetzt sehen Sie etwas, das ist ganz typisch für solche Neutralisierungsphasen. Die Fahrer fahren natürlich Schlangenlinien, um diese 70 bis 80 Grad Oberflächentemperatur der Reifen auch beizubehalten. Lars Gutsche hat Ihnen das ja gerade wunderbar erklärt. Die Heizdecken, die an der Box im Einsatz sind, die 73 Grad Celsius generieren, die simulieren ja eigentlich nur die Oberflächentemperatur, die man im Renntempo hat. Und diese Oberflächentemperatur, die fällt natürlich ab, sobald man langsamer fährt. Und das ist in einer solchen Gelbphase der Fall. Und um das zu kompensieren, das sehen wir jetzt bei Max Aschoff wieder ganz wunderbar mit dem Prager R1T, müssen die Fahrer dann eben immer wieder Schlangenlinien fahren, um diese Oberflächentemperatur so halbwegs beizubehalten. Denn gleich, wenn das Rennen wieder freigegeben wird, da wollen die natürlich wieder vollen Grip haben. Und es gibt ganz, ganz viele Geschichten im Motorsport, wo Fahrer das übersehen haben und wo der Reifen dann vielleicht auf 55, auf 50, auf 45 Grad Oberflächentemperatur abgekühlt ist und dann ging es dann dahin, zumindest mal in die Auslaufzonen. Und um das zu verhindern, fährt man diese Schlangenlinien, damit die Reifen eben bei Temperatur bleiben. Die MSB-Staffel jetzt gleich in Position, um den Mercedes einzuschleppen. Equipe Vitesse, Startnummer 5, Josef Klüber, Kenneth Heyer. Ja, das wird sicherlich in der Nachbetrachtung und in der Analyse des Rennens eine spannende Frage sein, was denn da passiert ist und was Auslöser dieses Ausrutschers gewesen ist. Eingangsstart und Ziel hier auf dem Nürburgring und ich höre von der Regie, wir werden jetzt ein Replay zu sehen bekommen, was dort genau geschehen ist bei Josef Klüber. Ja, der ist sehr, sehr weit mit der linken Fahrzeugseite sogar über den Curb hinausgekommen. Der war für meine Begriffe sogar ein bisschen im Kies, zumindest mit einem Teil des linken Reifens. Und dann ging es dahin. Diese Autos sind nicht ganz einfach zu fahren, auch wenn so ein Mercedes im Vergleich zu einem Porsche sicherlich schon ein bisschen kundenfreundlicher ist. Porsche ist immer ein bisschen kritisch zu bewegen, gerade im Grenzbereich. Bei diesen Mercedesen ist das, sagen die Fahrer einträchtig, ein bisschen leichter, aber das alles natürlich immer in Relation. Und das sind natürlich professionelle Rennwagen, die zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen hier auf dem Nürburgring und auch bei der VLN von Berufsrennfahrern pilotiert werden. Da ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Und diese Autos sind ganz einfach sehr, sehr ernstzunehmende, sehr schnelle Renngeräte. Und die wollen natürlich auch von Amateurpiloten adäquat bewegt werden. Und deswegen sind das Fahrzeuge, die viele Testkilometer bedürfen, damit man sich eben eingruft und einstellt auf die Aufgabenstellung in diesen GT3-Cockpits. Ja, jetzt kriegen wir was ganz Tolles zu sehen. Wir sehen das Abschleppmanöver hinter dem Opel der DMSB-Staffel, der Streckensicherungsstaffel. Da wird der Mercedes der Equipe Vitesse jetzt wieder mit Josef Klüber, der ist wieder im Auto, eingeschleppt und dann auch in Sicherheit gebracht. Da können dann die Arbeiten, die Instandsetzungsarbeiten beginnen, damit dieses Auto morgen wieder mit von der Partie ist in den beiden 30-Minuten-Rennen des DMV GTC. Auch wenn die Motorhaube ein bisschen flattert, das sehen Sie jetzt, da ist eine Auf- und Abwärtsbewegung, da ist mit Sicherheit die Haubenarretierung nicht mehr in Ordnung und der wird jetzt ganz vorsichtig am rechten Streckenrand eingeschleppt und in Sicherheit gebracht. Safety-Car-Phase bleibt natürlich bestehen, solange die DMSB-Staffel auf der Strecke ist und das Auto einschleppt. Also es bleibt bei dieser langen Neutralisierungsphase und das hat mit Sicherheit jetzt auch eine taktische Bewandtnis, denn das Wechselfenster, das müsste eigentlich so ganz allmählich aufgehen. Und mit Sicherheit kann Lars uns gleich auch aus der Boxengasse berichten, wer da vielleicht den ersten taktisch geschickt gesetzten Boxenstopp einlegt. Also da bin ich mal sehr gespannt, wer so die allerersten sein werden, die möglicherweise auch versuchen werden, sich durch einen möglichst gut getakteten und gut getimten Boxenstopp hier dann beim Dunlop 60 einen kleinen Vorteil aus dieser Safety-Car-Phase heraus zu verschaffen. An der Spitze des Klassements natürlich überhaupt keine Veränderung. Der Schütz Mercedes mit der Startnummer 16 mit Stanislav Dobrev und Marvin Dienst, der bleibt in Führung. Platz 2, das ist der Audi mit Startnummer 1, Tommy Tulpe, Fabian Plenz, HCB, Motonic Racing und auf dem dritten Rang dann der Schütz Motorsport Porsche mit der Startnummer 911. Und das ist auch ein Typ 911 mit Laurens Höhr, das ist der 21-jährige LMP3-Pilot aus Stuttgart. Während wir jetzt wieder eine Situation aus
Gäste im Cockpit haben. Wir sind wieder zu Gast bei Max Aschoff mit der Startnummer 21 der Praga R1T. Vor ihm sehen wir einen Lamborghini Super Trofeo. Das ist das Auto der R-Gruppe mit Oliver Engelhardt und mit Florian Scholze von Dörr Motorsport. Und dieses Auto also unmittelbar vor Max Aschoff, dem Solisten. Hören Sie mal, wie heiser dieser Renault-Motor klingt. Ich gehe mal ganz kurz aus der Leitung, dass Sie dieses akustische Erlebnis mal genießen können. Ja, das fällt also weiterhin unterwegs in dieser Safety-Car-Phase. Und Lars Gutsche, vielleicht hast du schon Informationen aktueller aus der Boxengasse. Gibt es da die ersten Teams, die sich auf die Wechselphase vorbereiten? Natürlich gibt es die ersten Teams, weil das Boxenstopp-Fenster, das ist aufgegangen. Und wir können auch sehen, dass die Protagonisten, die jetzt ins Auto steigen, schon fertig hier sitzen. Aber alle, auch die Teammitglieder, die schauten Richtung Eingang Boxengasse, wo das verunfallte Fahrzeug der AMG Mercedes GT3 rückwärts rausgezogen wurde und dachten, da kommt doch jetzt gar kein Fahrzeug reingefahren, das war ja alles blockiert. Wir stehen relativ weit hinten in der Boxengasse, aber von hier aus sieht es wieder nach freier Fahrt aus. Und mit deine Frage zu antworten, ja, man steht Gewehr bei Fuß, die Mechaniker sind bereit, die Fahrer sind bereit, konzentrieren sich und hier geht es jetzt gleich richtig zur Sache. Wie so ein Wespennest. Rauf zu dir. Ja, ich habe schon gesehen am rechten Bildrand, da stand der Uwe Alzen mit dem schwarzen H&R-Rennanzug. Der hat den Helm auf und der kann es jetzt kaum erwarten, gleich in die Startnummer 55 einzusteigen. In den AMG Mercedes des Trainingsschnellsten. Und das Renntempo ist wieder aufgenommen. Also, das geht jetzt im Renntempo auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings weiter. Und da kommt der Mercedes Startnummer 55 an die Box. Und auch der Dupré Porsche kommt herein. Und der Getspeed Porsche mit Karl-Heinz Blessing und Manuel Lauck. Also Lars, jetzt hast du richtig Arbeit in der Boxengasse. Die ersten drei schnellen Autos kommen herein mit Boxenstopps. Ja, da sind wir bei mit der Kamera in der Boxengasse. Zunächst mal kommt noch ein Fahrzeug der Rennleitung, aber dann die von dir angesprochenen Fahrer. Man hat natürlich beim Team von Uwe Alzen eine Menge Platzierungen verloren. Du hast es schön erklärt. Das ist erstmal der Hobbypilot, das ist der ältere Fahrer, der jetzt anhält. Dietmar Hagenmüller steht auf dem Standplatz, nimmt das abnehmbare Lenkrad ab, hängt es quasi oben an eine Vorrichtung, die an den Rückspiegel montiert ist, damit er vernünftig aus dem Auto aussteigen kann. Uwe Alzen ist schon dabei. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man hingeht und sagt, die beiden Piloten unterhalten sich so ein bisschen. Wie sieht es auf der Strecke aus? Wo musst du drauf achten? Das klärt man heutzutage alles über Funk. Und auch der Uwe Alzen, der jetzt im Fahrzeug sitzt, der muss sich nicht selber darum kümmern, dass er angeschnallt wird, sondern Uwe Alzen, der hat da seinen langjährigen Helfer, einen Freund und Mechaniker mit dabei. Das Lenkrad wird draufgesteckt. Also man weiß ja auch, dass diese Mindeststandzeit von 120 Sekunden hier alle Ruhe bietet, sich zu konzentrieren, alles einzustellen. Dietmar, du bist gerade aus dem Fahrzeug rausgeklettert, du hast dich auch mit dem Jürgen nicht unterhalten, das macht er vorher alles per Funk. Sag mal, du machst einen glücklichen Eindruck, wie zufrieden bist du? Sehr zufrieden mit dem Auto auch und es lief relativ gut, es waren starke Gegner dabei und ich bin sehr zufrieden mit mir. Wie lange machst du schon Rennsport auf diesem Niveau mit dem GT3? Ich habe angefangen 2001. Also relativ spät und habe dann mal 4 Jahre pausiert und inzwischen komme ich wieder ganz gut rein. Also. Und ich glaube, es ist nicht ganz unhilfreich, wenn man so einen Menschen wie den Uwe Alzen hat, da kann man noch die ein oder andere Sekunde von lernen. Ja, sind mittlerweile 1,5 Sekunden schneller geworden im Schnitt. Dietmar Hagenmüller, vielen, vielen Dank, dass wir dir zuschauen durften. Danke fürs Interview.
Wir gucken mal, das Auto steht noch auf dem Platz, die Startnummer 55. Der Uwe, der schaut jetzt auf den Lollipop-Mann, auf seinen Mechaniker. Der wird ihm genau dann rausschicken, wenn er mit Ablauf der 120, und das ist jetzt der Fall, Sekunden auch wieder über diese Markierung fährt in den Bereich der Zeitnahme unten. So, wir sind direkt am Geschehen dran. Das Auto, das du einige Male schon erwähnt hast, das ist der Prager, ein einsitziger Sportwagen aus Prag. Und der Fahrer macht keinen Boxenstopp, der muss einen Boxenstopp machen, Blödsinn. Der macht keinen Fahrerwechsel, der bleibt jetzt drin sitzen. Er fährt nämlich komplett als Solist, aber auch er muss diese 120 Sekunden Standzeit absolvieren. Die Dunlop-Reifentechniker sind dabei aus dem Hause Aschoffe und die testen jetzt mal die Oberflächentemperatur, beziehungsweise hier wird der Luftdruck kontrolliert, dass auch der nicht vielleicht durch die etwas längere Safety-Car-Phase abfällt. Getankt wird hier mit einer Tankkanne und dann hat man oben sowie unten zwei Anschlüsse. Durch den einen fließt der Kraftstoff und der andere ist für die Entlüftungsarbeit da, wenn Sprit reinfließt, dass natürlich auch die Luft entweichen kann und das Ganze relativ schnell geht. Boxenstopp auch am Becker Carbon Auto mit der Startnummer 469. Alois Rieder ist das, der hier im Fahrzeug sitzt. Schon so ein bisschen Kampfspuren an dem Fahrzeug und auch die Bremsen, die qualmen ein wenig aus den Rathäusern, die hier oben, dass die Luft entweichen kann, aufgeschnitten sind, diese Entlüftungskanäle haben. Das ist aber völlig normal, weil im Rennbetrieb, wenn du so ein Auto komplett am Limit bewegst, dann ja, entstehen Temperaturen und es wird ja auch nicht gekühlt, wenn es jetzt hier die 120 Sekunden stehen muss. Der Prager ist fertig, bekommt gerade das Signal Go heraus und befindet sich jetzt schon am Boxenausfahrt. Das heißt, hier geht es in die zweite Rennhälfte hinein. Wie gesagt, für den Solisten, der komplett alleine am Steuer die Arbeit übernimmt. Boxenstopp auch beim Audi R8. Das ist die Startnummer 88. Jean-Luc Weidt, Thomas Böhm, das sind die Drittplatzierten nach dem letzten Rennen, nach Lauf 3 in dem aktuellen Punktestand der Saison. Und hier wird der Dunlop-Slick abgenommen. Drei, vier Mechaniker schauen sich das an. Da scheint es ein Riesenproblem zu geben. Das ist die Lenkstange, wenn ich das richtig gesehen habe, an diesem Fahrzeug. Die lose ist, die hatte der Mechaniker in den Fingern. Was kann man da jetzt machen? Kann man das klären? Kann das wieder repariert werden an diesem Audi-Boliden mit einem V10 befeuert? Das wäre natürlich schade. Man verliert definitiv Zeit. Man ist definitiv nicht nach 120 Sekunden draußen, versucht natürlich trotzdem alleine schon für den zweiten Fahrer, fürs Teamergebnis hier irgendetwas zu machen. Jetzt haben wir mal gewartet, bis der Fahrer, der gerade ausgestiegen ist, mal alles abgenommen hat. Du hast ja dieses Handsystem, das ist der Thomas Böhm, ist richtig, ne? Du hast dieses Handsystem, du hast den Helm. Thomas, erzähl einfach mal, was ist passiert, was habt ihr vorne rechts für ein Problem? Keine Ahnung, es war Safety-Car-Phase, also waren wir ja alle relativ langsam. Und gleich, wo die Safety-Car-Phase rum war, habe ich sofort gemerkt, irgendwas vorne stimmt nicht. War überrascht, ich habe zwar statt einen Reifenschaden, dass ich einen Teil eingefahren habe von vorn, von diesem Mercedes-Unfall, aber offensichtlich irgendwas vorne gebrochen. Also, das wäre natürlich schade, wenn der Jean-Luc nicht rausfahren kann. Wir drücken dir die Daumen, ansonsten, wenn es nicht mehr funktioniert, trotzdem viel Spaß am Wochenende und eine gute Saison 2008. Danke. So, und wir gehen mal so ein bisschen nach hinten, ob wir die Kerry Schreiner sehen können oder vors Mikrofon zerren. Das Auto steht nämlich im Bereich der Box, wenn ich das richtig sehe, fährt jetzt raus. Ich weiß gar nicht, ob die Kerry Schreiner los... Nee, das war das andere Auto. Aber ich gucke einfach mal, wen ich finde und ich würde sagen, ich melde mich und damit nochmal vielleicht für eine Minute zu dir nach oben, Carsten. Ja, vielen Dank, Lars, für diese Eindrücke aus der Boxengasse. Es gibt ein langsames Auto auf der Strecke. Im Schneckentempo ist der TCR Golf unterwegs. Das Auto mit Roland Härtner, der jetzt auch in die Box hineinkommt, ist von außen nicht ersichtlich, warum der so langsam unterwegs ist. Aber da gab es ganz offensichtlich ein technisches Problem. Und auf den ersten beiden Positionen ist alles unverändert geblieben. Der Schütz Motorsport Mercedes mit Startnummer 16, der führt das Rennen an vor dem HCB Rotronic Audi mit der
der Startnummer 1, also hat es keine Verschiebungen gegeben. Und der Schütz Porsche mit Laurenz Hör und mit Benny Hay, der ist tatsächlich auf Podiumskurs, so wie Benny Hay das auch im Startplatz-Interview eingefordert hat. Während die Kameras jetzt mit Uwe Alzen unterwegs sind, die Startnummer 55 Spirit Racing, also der trainingsschnellste AMG Mercedes. Und das wird die Frage sein, ob der sich jetzt tatsächlich auf einen Podiumsrang noch nach vorne kämpfen kann. Die beiden Erstplatzierten waren noch nicht an der Box. Das muss man ganz deutlich sagen. Die sind noch immer draußen. Das Klassement wird sich also gleich mit Sicherheit noch verschieben, wenn die ersten beiden an die Box gefahren sind. Sowohl Marvin Dienst als auch Fabian Plenz, also diese beiden müssen noch hereinkommen. Und Lars hat es ja bereits beschrieben, es gibt einen 120 Sekunden Wechselfenster. Der führende Mercedes an die Box und der führende Audi an die Box. Lars, it's your turn. Was passiert da an der Box? Erleben wir jetzt den Führungswechsel? Erstmal reinfahren. Aber beim Kameramann ist Gewehr bei Fuß und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter die Boxengasse herunter. Aber das ist natürlich jetzt spannend, was hier passieren wird. Direkt hintereinander kommen sie rein und da ist die Boxenmannschaft gefragt. Man sagt ja nicht ohne Grund, dass Motorsport Teamsport ist. Als Fahrer kannst du alleine überhaupt nicht ausrichten. Muss mal eben meinen Kameramann auf Seite nehmen, dass er nicht hier vom Fahrzeug des Team Engstler über den Haufen gefahren wird. Und da gab es gerade quasi von diesem Golf vom Team Engstler eine Art Unsafe Release. Der ist fast dem führenden Mercedes mit der Startnummer 16 reingefahren. Aber fast zählt im Motorsport nicht. Und da haben wir ihn jetzt mit der Startnummer 16. Stanislav Dobrev und Marvin Dienst in diesem Mercedes AMG GT3. Dieses schöne Fahrzeug, was so in mattgrau gehalten ist, während jetzt hier der Fahrerwechsel vonstatten geht. Suche ich mal den Piloten, der gerade ausgestiegen ist. Jedenfalls hier, egal, werden wir den suchen. Der Marvin war es, der ist direkt in den Tiefen der Box verschwunden. Aber ich rufe ihn einfach mal. Das ist der Marvin, kommst du gerade mal zu uns. Gut gelaunt steht er hier und berichtet schon von seinem ersten Turn. Ja, der war ja, ach, du bist der Laurenz. Alles klar, sorry, aber Laurenz, herzlich willkommen am Nürburgring, vierte Runde, Dunlop 60. Erzähl mal, warum hast du so gute Laune? Ich konnte zwei Plätze gut machen am Start. Ich bin von 5 gestartet, bin jetzt auf 3 reingekommen. Ich denke, unsere Pace war ganz gut. Ich denke, mit dem Porsche sind wir vielleicht nicht ganz konkurrenzfähig, aber ich denke dafür... Ich drücke euch weiterhin die Daumen, dass das Ergebnis auf jeden Fall dementsprechend ist. Danke dir und wir drehen uns jetzt einmal rum, weil da stehen die beiden Fahrzeuge. Vorne rechts, quasi wie in der Startaufstellung, etwas weiter vorne, vielleicht eine Fahrzeuglänge, der AMG GT3 mit der Startnummer 16. Und dann haben wir die 15 direkt dort neben stehen. Und da bin ich mal gespannt. Da quatscht der Fahrer noch mit dem Co-Piloten, da geht aber auch die Tür zu. Wer von den beiden jetzt als erstes das Signal bekommt, und das ist definitiv der AMG GT3. Auch etwas weiter hinten steht der Lamborghini Huracan, die ungefähr 3 Stunden vor Beginn des Trainings erst ihre Teilnahme gemeldet haben mit der Startnummer 77. Susanne Weidt mit Markus Albert zusammen auf einem der Lamborghini Huracan, den man jetzt so ein wenig in Fahrtrichtung in die Boxengasse stellt, damit man etwas besser ausparken kann. Und ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich meine, du hörst mir ja zu, ach so, hatte meinen Kameramann vermisst, aber ich habe ihn gerade gesehen, der war am Fahrzeug von der Susanne Weidt mit dran. Ja, hier in der Boxengasse funktioniert alles, hier kehrt so langsam auch wieder ein wenig Ruhe ein. Das heißt, du hast dann gleich, wenn die das erste Mal alle gestoppt haben, auf deinem Monitor nach der ersten Durchfahrt von der Zeitnahme die richtige Reihenfolge präsentiert, wie es hier die nächsten, ich sag mal, 30 Minuten oder die zweite Rennhalbzeit ausgehen würde. Ich bleibe aber hier unten in der Boxengasse, weil es kann immer noch was passieren, bevor mit der schwarz-weiß karierten Flagge abgewunken wird und damit wieder rauf zu dir in die Kommentatorenkabine. Ja, vielen Dank, Lars. Das wird jetzt in der Tat eine spannende Partie werden in der zweiten Rennhälfte, während die Kameras jetzt wieder bei Max Aschoff sind mit dem Praga R1T. Da hören wir wieder dieses heisere Röhren dieses Vierzylinder-Renault-Motors und schauen Sie mal, welchen Speed der mitnehmen kann in die Kurven. Der hat natürlich eine Unterbodenstruktur unter diesem Auto, wie bei einem Le Mans-Prototypen und der kann ganz, ganz viel Speed in die Kurven hineinnehmen. Ich meine, ich hätte am oberen Bildrand am Horizont den Schütz Porsche gesehen mit Benny
Danny Hay und mit Laurenz Höhr. Das hat der junge Mann übrigens gerade ganz, ganz geschickt gesagt. Wir sind nicht so richtig konkurrenzfähig. Das war natürlich eine Bob-Aussage. Sie wissen ja, Balance of Performance, das große Thema. Während wir einen Ausrutscher in der Spitze haben, der Schütz Mercedes ausgerutscht in der Schikane, Führungswechsel und der HCB Rotronic Audi jetzt in Führung. Tommy Tulpe, Fabian Plenz, die neuen Spitzenreiter nach einem kleinen Ausrutscher und Fahrfehler mit Stanislav Dobrev und Marvin Dienst. Sie sehen das jetzt auch in der Totalen auf der Start- und Zielgeraden. Das ist der Führungswechsel. Start Nummer 1 der Audi von HCB Rotronic Racing jetzt in Führung mit Fabian Plenz und Tommy Tulpe. Der hat sofort diesen kleinen Fehler genutzt und ist in Führung gestochen. Also zum ersten Mal ein Audi an diesem Wochenende in Führung. Ich höre wieder, wir haben wieder einen Einspieler aus der Boxengasse. Lars, bitte. Ganz kurz reingrätschen. Wir hatten ja eben das Auto mit der Startnummer 88. Jean-Luc Weit und Thomas Böhm, wo der Querlenker bzw. die Lenkansteuerung abgebrochen war. Da hat man noch gedacht, man kann reparieren. Aber definitiv, das Auto hat man zu den Mechanikern zurückgeschoben in den Bereich der Box. Da ist definitiv das Aus für diesen Audi A8 ein GT4-Fahrzeug, kein GT3 an diesem Wochenende. Ja, das ist sehr schade für Jean-Luc Weit. Das ist einer der ganz jungen Piloten im Feld. Der ist natürlich auch noch so ein bisschen nach dem Motto Jugend forscht unterwegs und sehr, sehr schade, dass der dieses Rennen nicht zu Ende fahren kann. Der hatte allerdings in der Anfangsphase des Rennens auch einen kleinen Dreher. Das hat man zwischendurch mal am Bildrand gesehen. Er stand irgendwann auch mal entgegen der Fahrtrichtung. Das war möglicherweise eine Konsequenz dieser abgebrochenen oder losen Lenkstange. Du hast das ja sehr schön und sofort analysiert, was da los sein kann im Vorderen rechten Rathaus bei diesem GT4 Audi, der in Klasse 6 an den Start geht. Also dieses Auto werden wir im weiteren Verlauf dieses Rennens und natürlich auch bei der Siegerehrung nicht sehen. An der Spitze des Feldes, das sieht jetzt nach einer Soloflucht aus. Start Nummer 1, Tommy Tulpe zusammen mit Fabian Plenz, HCB Rotronic Audi Racing, das ist der R8 LMS. Der hat sich jetzt weit, weit absetzen können vom Zweitplatzierten und da gibt es auch einen Positionswechsel. Der Schütz Motorsport Porsche von wegen, der ist so unterlegen mit seiner BOP, mit seiner Balance of Performance Einstufung, der liebe Laurenz Höhr. So ganz unterstreichen kann man es nicht, denn Benny Hay, der jetzt eingewechselt worden ist, der Fahrzeugeigentümer an zweiter Gesamtposition. Also Porsche jetzt beim Dunlop 60 an zweiter Gesamtposition. Benny Hay, der Mann mit Pseudonym, und Laurenz Höhr, der aus dem Auto nach dem Starthören ausgestiegen ist. Schütz Motorsport Porsche 991 GT3 R, der liegt jetzt an zweiter Gesamtposition und an Rang 3. Wiederum ein HCB Rotronic Audi. Das ist das schwarz-pinke Fahrzeug mit Startnummer 8. Carrie Schreiner, die 19-Jährige, zusammen mit Kevin Arnold. Lars, du hast Carrie Schreiner am Mikrofon. Bitte schön. Genau neben ihrem Boxenstopp-Schild, wo sie auch weiß, wo sie in der Boxengasse parken muss. Carrie, erstmal herzlich willkommen am Nürburgring. Vierte Runde, Dunlop 60. Einfach mal deine Eindrücke. Du bist gerade aus dem Auto geklettert. Wie läuft es für euch? Ja, der Start war nicht so gut. Ich habe ein paar Plätze verloren, weil ich die Ampel nicht gesehen habe. Warum? Ja, halt durch die Autos, die vor mir standen, hatte ich keine Sicht. Und deswegen musste ich mich an den Vordermann orientieren. Aber da war es natürlich ein bisschen verzögert. Das heißt, da gibt man dann wirklich einfach Gas, wenn die anderen auch losfahren, weil du halt nichts sehen kannst. Ja, ich möchte ja auch keinen Frühstart machen, deswegen wollte ich nichts riskieren. Aber war dann halt zu spät und war auch ein bisschen eingeklemmt. Aber habe dann Gott sei Dank wieder die 3 Plätze gewonnen. Und jetzt müssen wir gucken, was mein Teamkollege macht. Dann drücken wir euch die Daumen. Deine Saison, die ist ja sehr früh gestartet. Du hast ja schon diese Lamborghini-Trofeo Middle East gewonnen und jetzt geht es hier nahtlos weiter. Rechnet ihr damit, dass ihr am Ende des Jahres die Dunlop 60-Geschichte gewinnen könnt? Ah, Dunlop 60 wird schwierig, weil ich ja nicht gefahren bin am Red Bull Ring und auch ein Rennen nicht fahre in Hockenheim. Aber in der DMV sieht es anders aus. Da fahre ich zusammen mit dem Fabian Plenz und der vertritt mich quasi, wenn ich nicht da bin. Und da haben wir ganz gute Chancen, aber Dunlop 60 wird schwierig. Carrie Schreiner hier am Nürburgring an diesem Freitag bei Dunlop 60. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg. Und rauf zu dir. Ich glaube, die Carrie, die kann sich heute noch über den zweiten Platz freuen, weil da liegt ihr Teamkollege Kevin Arnold zurzeit. Also es gibt eine Doppelführung für das HCB Rotronic Racing Team. Die beiden Audi R8 LMS aus dem Kundensportprogramm von Audi Customer Racing. Das steht auf diesem Auto immer drauf. Und es gibt sogar eine Führung jetzt für Start Nummer 8. Also die Carrie, die hat ein bisschen tief gestapelt. Dieses Auto liegt in Führung. Start Nummer 8, Carrie Schreiner zusammen mit Kevin Arnold. Das könnte ein Abziehbild des Rennens aus die
Dijon werden. Da haben die beiden schon einmal gewonnen. Die sind jetzt in Gesamtführung vor dem Teamkollegen Tommy Tulpe und Fabian Plenz. Der weiße HCB Rotronic Audi jetzt nur noch, ja nur ist auch in Anführungsstrichen, an zweiter Position. Das sehen wir jetzt auch in der Anfahrt hinunter in dieses Gefälle-Stück hinein zur Dunlop-Kehre. Start Nummer 8, der schwarze Audi mit den pinkfarbenen Abklebern. Carrie Schreiner und Kevin Arnold, der jetzt im Auto sitzt, im Anbremsen der Dunlop-Kehre, der tiefste Punkt des Nürburgring Grand Prix-Kurses, der neue Gesamtführende. Und das wäre der zweite Saisonerfolg dieser gemischten Mannschaft. Kevin Arnold, der im DMV GTC einen TCR-Audi pilotiert, also so ein viertüriges, klassisches Tourenwagen-Auto mit Kotflügelverbreiterungen. Beim Dunlop 60 sitzt er im Audi R8 LMS und im Moment macht er das richtig toll. Gesamtführung mit dem schwarz-pinken HCB Rotronic Audi und sein Teamkollege Tommy Tulpe, Mann mit Pseudonym, kommt aus dem Sportwagen. Rennsport, ist viele Jahre einen Prototypen gefahren in der Sportscar Challenge, dann umgestiegen auf diesen Audi R8 LMS. Der liegt im Moment an zweiter Gesamtposition, gemeinsam mit Fabian Plenz. Und das ist nicht nur auf dem Monitor hier zu sehen von 3D Racelog, sondern das ist auch durch die Frontscheibe meines Studios zu sehen. Und an dritter Position, auch das ist eine Überraschung. Das ist der Mann, der am Start ganz, ganz hinten stand, der auf musste. Jetzt an Gesamt dritter Position, Start Nummer 21, Max Aschoff mit dem Praga R1T, das Effizienzwunder, das Leichtgewicht, jetzt mit der Cockpit-Kamera. Das gehe ich auch mal wieder für einen Moment raus und lasse Ihnen dieses Akustikerlebnis. Schauen Sie sich den jungen Mann an, wie der ins Lenkrad beißt. 27 Jahre jung, ein richtiges Talent, er ist seit 3 Jahren im Motorsport dabei, an Gesamt dritter Position. Max Aschoff, Ihr Kameramann. Das sind die Bilder aus dem Gesamtdritten und schauen Sie mal, mit welcher irren Geschwindigkeit er immer wieder in diese Kurven einlenken kann. Das kann kein anderes Auto in diesem Feld. Dieser Wagen ist mit Sicherheit der schwächste, was die Motorleistung angeht in der Spitzengruppe. Nur 340 PS aus einem Vierzylinder-Turbomotor. Aber er ist eben der leichteste und da hat er sich einen kleinen Schlenker geleistet, einen kleinen Fahrfehler, macht aber nichts. Aber ich glaube, ich weiß, warum das der Fall ist. Der zeigt jetzt ein bisschen Nerven, weil in seinen Rückspiegeln, da taucht einer auf, den will man nicht im Rückspiegel haben. Start Nummer 55, Uwe Alzen, Betzdorf, Mercedes AMG, Mercedes GT3, der liegt jetzt an Gesamt vierter Position. Und schauen Sie mal, die beiden sind jetzt gleich auf Tuchfühlung und da wird der Max Aschoff alle Hände voll zu tun haben. Wer den Mann im Nacken hat, Uwe Alzen aus Betzdorf, der hat kein leichtes Leben. Schon gar nicht als Rennfahrer. Also das kann gleich den Positionswechsel geben und das würde bedeuten, dass es einen Podiumsrang gibt für Dietmar Hagenmüller und für Uwe Alzen. Schauen Sie mal, alle Scheinwerfer hat er aufgeblendet. Der macht sich natürlich jetzt bemerkbar in diesen beiden Rückspiegeln des Praga R1T. Noch ist Aschoff an dritter Gesamtposition, aber er lässt die Tür ganz weit auf. Er bleibt in der Fahrbahnmitte und versucht jetzt nach ganz links auf den Abweiser zu fahren. Alzen hat natürlich viel mehr Motorleistung und das wird jetzt auch auf der Bremse entschieden. Also, da ist jetzt die große Frage, Routine und Kampfgeist versus jugendliche Frische und da ist es entschieden. Alzen, Gesamtdritter. Aschoff nur noch Vierter. Das hat der Uwe aus Betzdorf ganz, ganz souverän gelöst und der pirscht sich jetzt an die beiden Audi heran. Das wird die Frage sein in der Schlussphase des Dunlop 60 beim Motorsport XL Weekend hier auf dem Nürburgring. Ob der das noch schaffen kann, Anschluss herzustellen zu den beiden HCB Rotronic Audi, die in Führung liegen. Also vielleicht schafft es der Uwe Alzen aus Betzdorf noch, sich nach vorne zur Orientierung. Der dritte Platz ist im Moment mal sicher. Wir sind wieder zu Gast bei Max Aschoff und da heißt es jedes Mal Mikro aus. Ja, das war ein kurzer Einspieler aus dem Cockpit des Praga R1T und schauen Sie mal, wie gut der Anschluss hält. Er bekommt natürlich jetzt ganz, ganz viel Anschauungsunterricht von dem großen Rennprofi aus Betzdorf im Westerwald. Uwe Alzen, vor 20 Jahren Porsche-Werksfahrer, Anwärter auf den Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans mit dem Porsche 911 GT1 98 zusammen mit dem unvergessenen Bob Wolleck und mit seinem Freund Jörg Müller. Aber damals waren sie eben nur die Gesamtzweiten. Da ist er ganz, ganz knapp
knapp am Le Mans-Sieg vorbeigerauscht, vorbei am Weltruhm. Und es war das Auto der Teamkollegen, die damals die 24 Stunden von Le Mans gewinnen konnten. Damals hieß das große Thema 50 Jahre Porsche. Im Moment, ganz leicht im Kopf auszurechnen, ist das Thema 70 Jahre Porsche, aber eben nicht mehr mit dem GT1 98 und auch nicht mehr mit Uwe Alzen als Porsche-Werkspiloten, sondern der ist jetzt hier im Dunlop 60 unterwegs mit dem Mercedes-Benz AMG GT3 in der Anfahrt auf Start und Ziel. Und wir sehen das jetzt sehr, sehr schön in der Totalen auf die Start- und Zielgeraden. Und meine Prognose ist der zweite Platz des HCB Rotronic Audi mit Tommy Tulpe. Der wackelt ganz gewaltig, der ist in Gefahr. Auch wenn da noch einige Meter zwischen sind, Startnummer 1 jetzt im Bild, der hat das nicht sicher zu Hause mit dem zweiten Platz. Uwe Alzen in der Verfolgung. Das ist vielleicht noch eine Frage von einer oder anderthalb Runden, wenn wir den Betzdorfer dann im Windschatten des Audi mit der Startnummer 1 sehen. Gerade aus diesen zweite, dritte Gangkurven heraus, wo es um die Traktion geht, da macht er unheimlich Boden gut. Aber auch der Prager mit Max Aschoff, der kann Anschluss halten an den Mercedes-Benz mit Startnummer 55. Und möglicherweise werden die im Tandem sich den Audi mit der Startnummer 1, den HCB Rotronic Audi, zurechtlegen. Im Schlussangriff in dieser dramatischen und spannenden Schlussphase des Dunlop 60 hier auf dem Nürburgring. Der vierte Lauf, das Bergfest der Saison. Acht Rennen sind es, das vierte Rennen sehen wir. Und schauen Sie mal, wie der Uwe Alzen die Räume eng macht, wie der reinsticht, wie der cuttet, wie der versucht, Meter um Meter gut zu machen auf den vorausfahrenden Audi mit Startnummer 1 mit Tommy Tulpe. In dessen Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Uwe Alzen, der wird am Ende dieser Runde im Windschatten sein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das passiert möglicherweise jetzt schon. Schauen Sie mal aus der großen Brennweite hinein. Das sind noch zwei Wagenlängen, jetzt anderthalb, jetzt noch eine. Also Uwe Alzen, der wird gleich den Angriff fahren auf den zweiten Gesamtrang. Und dann ist für mich die Frage, ob Max Aschoff sich diese Situation zunutze machen kann. Unser Kameramann mit dem Praga R1T aus der Slowakei, ob der es schaffen kann, noch aufs Podium zu fahren. Der Solist von Edeka Aschoff aus Kassel. Also das gibt möglicherweise ein ganz buntes Podium an diesem Freitag hier auf dem Nürburgring. Alzen im Angriff und Alzen vorbei. Neuer Zweitplatzierter, Startnummer 55, eine ganz saubere Geschichte. Das sehen wir hier auf der Start- und Zielgeraden. Uwe Alzen im Mercedes-Benz AMG jetzt an gesamtzweiter Stelle, die Startnummer 55. Tulpe, der sich verbremst und da ist die Tür offen für Max Aschoff. Und Aschoff schafft es nicht. Kann nur den Boden verkürzen, den Abstand verkürzen mit dem 340 PS Prototypen. Das blau und gelbe Auto mit der Startnummer 21. Aber der ist natürlich jetzt auf Krawall gebürstet. Schauen Sie mal, der versucht jetzt natürlich die Entscheidung herbeizuführen. Die Tür, die stand gerade meterweit offen für ihn. Er hat sie nicht nutzen können. Er hat nicht den Audi mit Startnummer 1 platzieren können. Aber er ist jetzt in der Verfolgung. Und wir hören uns das wieder an, wie der die Gänge wechselt und wie dieser Renault Turbomotor im Extrembereich agiert. Da gibt es einen Ausrutscher. Oh nein, das sind die lange Zeit Führenden. Startnummer 16 im Kiesbett, das ist Stanislav Dobrev, der Bulgare. Die Startnummer 16, Schütz Motorsport, lange in Führung gelegen mit Startfahrer Marvin Dienst, der jetzt in einen Porsche umgestiegen ist. Der wird das natürlich jetzt aus der Cockpit-Perspektive sehen, während wir Ralf Monschauer sehen, zusammen mit Hans Heyer. Die beiden schauen sich das Geschehen am Monitor an. Startnummer 16, Stanislav Dobrev, die lange Führenden, aus die Maus, aus der Traum. Und dieses Auto wird nicht ins Rennen zurückkehren. Der steht viel zu weit im Kies. Schade drum. Da wird der Christian Schütz natürlich jetzt die Faust in der Tasche machen, während wir die nächste Gelbphase haben. Das bedeutet natürlich Überholverbot. Das bedeutet natürlich, das Klassement, so wie wir es im Augenblick haben, wird eingefroren und möglicherweise erleben wir auch nochmal einen Boxenstopp ganz kurz vor Schluss. Das ist jetzt das große Glück für Tommy Tulpe, die Startnummer 1 HCB Rotronic Racing. Der kann sich jetzt natürlich vor Max Aschoff behaupten und der wiederum kann in aller Ruhe ganz tief durchatmen und sich den vorausfahrenden Audi zurechtlegen. Wenn er das jetzt clever löst, wenn er da jetzt in Angriffsposition bleibt, muss er nur bis zur Freigabe des Rennens warten. Und dann kann er seinen Angriff starten. Da hebt er die Hand, der kann es nicht fassen. Der wird natürlich gerne angreifen, aber in dieser Gelbphase geht das natürlich nicht. Ja, der 27-jährige Heißsporn, der möchte gerne Rennen fahren. Das kann er nicht, der muss langsam machen.
Der vorausfahrende Audi im Moment mal safe an dritter Position. Jetzt ist die Frage so ganz allmählich, wann fällt hier die Flagge beim Dunlop 60? Wann fällt die Rennentscheidung? Wird das Rennen noch einmal freigegeben? Geschwenkte gelbe Flaggen rund um den Nürburgring Grand Prix Kurs. Full Course Yellow auf dem Eifelkurs. Das Ganze, wie gesagt, ausgelöst durch die Startnummer 16. Jetzt sehen wir also, das Feld komprimiert sich wieder an der Spitze. Und das bedeutet natürlich eines. Der Sieg des HCB Rotronic Audi mit Startnummer 8. Kevin Arnold und Carrie Schreiner. Das Ding ist auch noch nicht in trockenen Tüchern. Denn der Uwe Alzen, der ist jetzt natürlich rangefahren an den führenden Audi mit Startnummer 8. Und wenn dieses Rennen, da ist der TCR-Golf noch dazwischen, wenn dieses Rennen gleich noch einmal freigegeben wird, dann gibt es natürlich eine ganz dramatische Aktion. Schauen Sie mal, die ersten vier auf einem Bild. Ganz vorne, das ist der schwarze HCB Rotronic Audi, die Startnummer 8. Kevin Arnold, der sitzt auch im Auto, Carrie Schreiner ist ausgestiegen. Dazwischen der TCR-Golf, der ist natürlich überrundet. Dann folgt Uwe Alzen, der hat immer noch den Sieg vor Augen. Der hat es in der Hand, den Sack hier zuzumachen. Tommy Tulpe, Startnummer 1, HCB Rotronic Racing. Und dahinter wedelt hin und her mit dem Prager R1T Max Aschoff. Das ist der junge Mann aus Kassel. Dann Benny Hay, der hat sich so sehr einen Podiumsrang gewünscht. Der ist im Moment nur Fünfter mit dem Schütz Motorsport Porsche, während sein Teamkollege Stanislav Dobrev jetzt an den Haken genommen worden ist. Der wird natürlich jetzt eingeschleppt aus dieser Gefahrenzone hinaus. Und je schneller das geschieht, desto schneller erleben wir hier auch wieder eine Rennfreigabe auf dem Nürburgring beim Dunlop 60. Und dann erleben wir natürlich auch diese spannende Rennentscheidung, diese spannende Schlussphase. Möglicherweise den Angriff von Uwe Alzen auf Kevin Arnold. Jetzt im Bild Alois Rieder, das ist der Porsche 911 der Baureihe 997. Ah, da bin ich ja wieder. Aha, schöne Grüße übrigens hier aus der Sprecherkabine des Nürburgrings. Und wir sehen jetzt wieder die Totale, den Blick auf die Strecke hinaus. Also, in Führung liegend nach wie vor am Ende dieser Runde noch immer geschwenkte gelbe Flaggen. Da wird der Mercedes der Equipe Vitesse eingeschleppt. Das ist die Startnummer 5, Sepp Klüber. Kenneth Heyer, das war dieses Auto mit dem Ausrutscher, Eingangsstart und Ziel. Während wir jetzt noch einmal ein schönes Bild, einen Beauty-Shot sehen, der sich natürlich auf unseren Serienpartner Dunlop bezieht. Hier auch alle Reifen liefern in diesem Feld. Da wird der Schütz Mercedes eingeschleppt. Startnummer 16, Stanislav Dobrev. Das hat nicht sollen sein mit einer Podiumsplatzierung für ihn und für den Young Professional Marvin Dienst, der in diesem Mercedes den Start gefahren hat. Jetzt sind wir im Cockpit von Uwe Alzen, hätte ich behauptet. Immer noch das Führungsfahrzeug draußen, immer noch das Pace Car draußen, immer noch geschwenkte gelbe Flaggen, immer noch diese eingefrorene Reihenfolge in diesem Dunlop 60-Rennen, in diesem 1-Stunden-Rennen. Kevin Arnold, Carrie Schreiner, die sind immer noch in Führung mit Startnummer 8, das schwarze Auto. Uwe Alzen verdeckt durch den überrundeten Golf mit der Startnummer 55 in Schlagdistanz auf Platz 2. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste werden. Ich hoffe nicht, dass wir dieses Rennen unter Gelb zu Ende fahren. Ich hoffe, dass wir eine wirkliche Rennentscheidung auf der Strecke haben werden. Dazu muss natürlich das Safety Car eingebogen sein in die Boxenreihe. Dazu müssen die geschwenkten gelben Flaggen eingeholt werden. Und dazu brauchen wir noch einmal grünes Licht, eine Green Flag Lab. Wir sind bei Uwe Alzen im Auto. Nein, das ist der Prager wieder mit Max Aschoff. Also, das ist der augenblicklich mal Viertplatzierte, den wir hier im Bild sehen, in der Verfolgung von Tommy Tulpe mit dem Audi mit Startnummer 1. Also da wird es ganz, ganz, ganz eng zugehen. Sollten wir noch einmal eine Rennfreigabe erleben in der Schlussphase des Dunlop 60. Wir sehen jetzt, dass Stanislav Dobrev, der Bulgare, seinen Helm abnimmt, seine Balaklava abnimmt. Der hat Feierabend für heute und damit beginnt die eigentliche Arbeit für die Mannschaft von Christian Schütz. Die werden natürlich gleich alles dran setzen, das Auto für morgen wieder startklar zu machen. Wir erleben morgen am Samstag hier natürlich noch 2:30 Minuten Sprintrennen des DMV GTC. Da geht es natürlich um Meisterschaftspunkte auch für Stanislav Dobrev, der seit Saisonbeginn mit diesem neu erworbenen AMG Mercedes GT3 mit von der Partie ist. Genauso wie Kenneth Heyer und Josef Klüber. Was macht das Pace Car? Das ist immer noch vor dem Feld mit gelben, blinkenden Warn- und Rundumlicht. Es gibt auch immer noch geschwenkte gelbe Flaggen.
Also keine Situationsveränderung hier auf dem Nürburgring Grand Prix-Kurs in dieser Schlussphase des Dunlop 60. Herzschlagfinale hier beim Motorsport XL Weekend, während die Kameras jetzt bei Startnummer 63 sind. Das ist ein Klasse 4-Auto. Da sind die aktuellen Cup Porsche der Baureihen 991.1 und 991.2 unterwegs. Und das war das Juniorenauto gerade mit Christoph Dupré und Luis Glagna aus Unna. Und ich meine, dass das Blinklicht des Pace Car ausgeschaltet wäre. Das würde bedeuten, dass das Pace Car gleich einschert in die Boxengasse und dass wir dann die erneute Freigabe des Rennens erleben. Ich will das nicht beschreien, aber das ist jetzt der Fall. Das Pace Car schert in die Boxengasse ein und wir erleben den Restart. An der Spitze Kevin Arnold, der hat sich einen kleinen Vorsprung verschafft mit der Startnummer 8. Der HCB Rotronic Audi geht jetzt in dieser Green Flag Lab als Spitzenreiter in diese Schlussphase des Dunlop 60 hinein. Uwe Alzen, der muss es jetzt versuchen mit dem blau-weißen Mercedes und auch Max Aschoff muss es versuchen mit dem Angriff auf Tommy Tulpe und er setzt sich neben den Audi mit dem Praga R1T und schafft es für meine Begriffe, der neue Drittplatzierte. Das ist der kleine, effiziente Praga R1T mit Startnummer 21. Der neue Drittplatzierte ist er nicht. Der Audi hat sich wieder durchgesetzt mit seinem Plus an Motorleistung. Also Tommy Tulpe noch Gesamtdritter. Alzen Zweiter, jetzt im Bild Startnummer 55. Der muss jetzt Boden gut machen. Das ist seine einzige Chance auf den Sieg. Hinter ihm dann Tommy Tulpe, die Startnummer 1. Vierter ist Max Aschoff, unser Kameraauto. Da sind wir jetzt wieder im Cockpit. Der versucht es links, der versucht es rechts. Der hat natürlich die höhere Kurvengeschwindigkeit. Die kann er aber nicht ganz mitnehmen, weil er immer wieder ein bisschen langsam machen muss. Und beim Rausbeschleunigen, da kann sich der Audi mit der größeren Motorleistung immer wieder befreien. Anfahrt zur Dunlop-Kehre. Jetzt dieser 180-Grad-Bogen, da kann es gelingen auf der Bremse. Also der Praga R1T und er versucht es wieder. Aber Tommy Tulpe, der klatscht ihm die Tür zu im HCB Rotronic Audi. Und ich sage Ihnen eins, bergauf hat er 150 PS mehr. Und das sehen Sie jetzt in der Totale, da kann er sich wieder befreien vor dem 340 PS Praga. Was für eine Schlussphase. Dahinter lauert auch Benny Hay und der nächste Angriff. Und da ist er vorbei. Aschoff, neuer Dritter. Der fährt aufs Podium, der 27-jährige Betriebswirtschaftsstudent aus Kassel. Startnummer 1, Tommy Tulpe, nur noch Vierter. Die lagen auch mal in Führung, zusammen mit Fabian Plenz, der HCB Rotronic Audi, im Verlauf dieses dramatischen Dunlop 60 Einstundenrennens. Kevin Arnold, locker in Führung. Uwe Alzen in der Verfolgung mit dem Spirit Racing Mercedes AMG GT3. Aschoff jetzt an dritter Position, Tulpe Vierter. Benny Hay im Porsche an fünfter Position, Sechster dann, das ist Oliver Engelhardt. Das ist der Lambo und da fällt die Flagge. Rennen gelaufen. Das ist die Entscheidung gewesen im Dunlop 60. Audi-Sieg für Carrie Schreiner, die Startfahrerin, und Kevin Arnold im HCB Rotronic Racing Audi. Rang 2 für Uwe Alzen und Dietmar Hagenmüller Spirit Racing mit dem Mercedes-Benz AMG GT3. Platz 3 für den Solisten für Max Aschoff mit dem kleinen, wendigen Praga R1T. Da wird es heute Abend noch ein interessantes Feature zu diesem Auto geben. Das können Sie dann später in den Online-Medien von Motorsport XL nachlesen. Da gibt es eine interessante Innenansicht zu diesem Auto, das wir Ihnen heute Abend spät noch liefern werden. Dieses Auto erleben wir jetzt in der Outlap in dieser Abkühlrunde. Start Nummer 21, der fährt zurück ins Parc Fermé. Sehen wir ihn jetzt auch nochmal im Cockpit. Also, der hat es ganz zum Schluss geschafft, aufs Podium zu fahren. Lars Gutsche wird ja gleich diese Siegerehrung der ersten drei Gesamtplatzierten Ihnen präsentieren. Der wird jetzt auch schon im Fahrerlager umherwieseln, damit er dann gleich in Position ist, um Ihnen die drei Erstplatzierten zu präsentieren. Wir sehen im Bild Benny Hay, der winkt dem Publikum zu mit dem Schütz Motorsport Porsche mit Startnummer 911. Das hat mit dem Podiumsrang ganz knapp nicht geklappt. Rang 4 für ihn, Dritter wäre er gerne geworden, zusammen mit dem 21-jährigen Laurenz Höhr. Das ist der Porsche 991, aber wir haben den Laurenz Höhr ja gehört. Der hat, glaube ich, appelliert an die sportliche Einstufung dieses Porsche 911, an die Balance of Performance. Das E
ewige Thema in der GT3-Kategorie. Das gibt es natürlich auch hier im Dunlop 60 und im DMV GTC. Einen Ausgleich der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte über entsprechende R-Restriktoren. Das ist hier im DMV GTC nicht anders als zum Beispiel in der VLN oder auch beim 24-Stunden-Rennen oder auch beim ADAC GT Masters. Die beiden Erstplatzierten in der Anfahrt zum Parc Fermé, Sieger Kevin Arnold mit der Startnummer 8 und Uwe Alzen, der Zweitplatzierte, während wir jetzt nochmal mit Luis Glania unterwegs sind. Das ist das Klasse 4 Auto von Dupré Motorsport. Zusammen mit Christoph Dupré kann man auch nicht mehr von Juniorchef sprechen. Der ist auch schon ein paar Jährchen im Motorsport unterwegs, schon 1995 im ADAC GT Cup. Während wir jetzt aus dem Alzen-Cockpit hinaus blicken ins Parc Fermé hinein. Und da gibt es gleich mit Sicherheit Siegerinterviews und spannende O-Töne. Lieber Lars, sobald du sendebereit bist, melde dich einfach und dann bist du sofort auf Sendung. Während wir jetzt auch Max Aschoff sehen, auch der fährt jetzt hinein ins Parc Fermé. Also die ersten drei Platzierten sind im Parc Fermé angekommen. Dunlop 60, spannende Entscheidung auf den letzten Metern hier in diesem Einstundenrennen auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs beim Motorsport XL Weekend mit einem Audi-Sieg. Und ich höre, Lars Kutsche ist soweit. Also Stimmen zum Rennen, das sind die Sieger und Platzierten bitte. Da oben ist das Podium und hier unten haben die drei Erstplatzierten eingeparkt, haben ihre Boliden hingestellt, sind noch so ein bisschen damit beschäftigt. Hinter mir ist es Uwe Alzen, der mit seinen Mechanikern redet, jetzt erstmal Helm und Balaklava abnimmt. Aber hier in der Mitte, da haben wir den Kevin Arnold glücklich, bekommt er erstmal die Dunlop-Cap vom Sponsor, bitte einmal aufziehen. So, haben wir alles geregelt. Kevin, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in Lauf Nummer 4. Auch die Jungs von der DMC gratulieren. Bist du glücklich? Ja, natürlich, klar. Es hat mega Spaß gemacht. Es war eine Herausforderung, auf B1 vorzufahren, das dann halte. Und bin erst das dritte Mal auf diesem Auto gefahren und habe noch nie in meinem Leben einen Restart gemacht. Und war natürlich sehr spannend für mich und auch aufregend, wie man das jetzt am besten löst. Aber ich würde mal sagen, gar nicht schlecht habe ich es gemacht. Wie wichtig war die Vorarbeit von Carrie Schreiner, bevor sie den Audi an dich abgegeben hat? Ja, sehr wichtig. Ich sage mal, das ist 80% von dem Rennen gewesen. Vielen Dank an Carrie, die einen super Job gemacht hat mit dem Auto. Und Respekt vor ihr, mit, als Mädchen das Auto so zu bewegen. Also Glückwunsch. Da haben wir die beiden. Carrie ist angekommen. Carrie, das war eben im Interview ganz schönes Tiefstapeln von dir, ne? Ja, also es hat sich ja jetzt doch alles zum Positiven gewendet. Und ich bin auch froh, dass es so gelaufen ist jetzt. Die Erstplatzierten mit dem Audi R8. Der Mann, der es nicht verlernt hat, steht hier. Uwe Alzen, schlussendlich Rang 2. Hast du gedacht, da sitzt mehr drin nach dem Restart oder bist du zufrieden? Ah, zufrieden bin ich nicht, zufrieden bin ich, wenn ich vorne bin. Aber Restart war halt schwierig. Wir hatten ein langsames Auto vor uns, ein TCR-Auto. Und ich darf halt erst ab der Safety-Car-Linie überholen. Und das ist halt hier bei Höhe Start und Ziel. Vorher konnte ich nicht vorbei, sonst wäre ich natürlich schon Eingang Start und Ziel an dem TCR vorbei und hätte dann noch vielleicht eine Chance mehr gehabt, um zu pushen, um dran zu bleiben oder vielleicht sogar zu überholen. Trotzdem mit Rang 2 versöhnliches Ergebnis, auch für den Dietmar Hagenmüller, der diesen AMG GT3 ins Rennen hinein pilotiert hat. Und da steht der Mann, da müssen wir jetzt mal eben hin, der von seinem Team wirklich mit Jubel empfangen wurde mit dem Prager. Das ist der Max Aschoff. Riesengratulation von unserer Stream-Seite an dich. Wie glücklich bist du? Ja, also jetzt ist es natürlich überragend. Also nach dem Start war ich natürlich, stinkig ist wohl etwas untertrieben, dass ich es so verkackt habe in der ersten Kurve. Und da war natürlich ein bisschen Wut im Bauch und da habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt muss wieder nach vorne gehen. Und bin relativ gut durchs Feld gekommen und die erste Safety-Car-Phase hat mir dann natürlich das Rennen ein bisschen gerettet. Weil wie genervt bist du eigentlich gewesen, dass du Runde um Runde um Runde immer nur gelbe Flaggen gesehen hast? Ja, das war halt anstrengend, ne? Das hat den Vormarsch etwas behindert, aber am Ende hat es ja zum Glück noch gereicht. Das letzte Safety-Car, da hätte ich echt gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, aber zum Glück hat es sich ja noch ausgegangen. Max Aschoff rettet sich auf Rang 3 in den letzten Metern von diesem Rennen und die Jungs, die hinter ihm stehen, die werden, glaube ich, heute Abend am Nürburgring richtig kräftig feiern. Das war das Interview mit Rang 1, Rang 2 und Rang 3 mit dem kleinen Prager, diesem Fahrzeug aus Prag, dem Einsitzer, hier unten unter dem Podium. Und für die letzten Worte, für die tolle Zusammenfassung, gebe ich nochmal rauf in die Kommentatorenkabine. Ja, lieber Lars, vielen, vielen Dank für diese tollen Eindrücke aus den Cockpits der drei Erstplatzierten. Wir werden jetzt gleich hier noch die Siegerehrung erleben auf dem Nürburgring. Und ich kann Ihnen natürlich sagen,
Morgen werden wir wieder auf Sendung sein im Livestream von 3D Racelog mit zwei Sprintrennen. Da geht es dann um das DMV GTC. Das Ganze hier beim Motorsport XL Weekend. Also seien Sie morgen wieder dabei. Bleiben Sie uns gewogen, das sage ich ja immer so gerne. Ich höre gerade eine Siegerehrung, werden wir jetzt live von den ersten drei Erstplatzierten hier gar nicht erleben, sondern gleich am Zelt der Serienorganisatoren. Da gibt es dann die Siegerehrung der Klassenbesten. Da bin ich dann auch wieder mit dabei. Und ich freue mich morgen auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören im Livestream vom DMV GTC. Danke, lieber Lars Gutsche, für die wirklich tolle Zusammenarbeit. Wir beide sollten das öfter machen. Das meine ich ganz, ganz ernst. Und für den Augenblick sage ich, ich bin ihr und euer Carsten Krome und ich bin raus. Der Rotonic Audi mit Fabian Plenz und Tommy Tulpi, der übernimmt im Augenblick einmal die Führung. Ein großes, großes Starterfeld, in dem sehr viele Fiat-GT3-Fahrzeuge unterwegs sind.